meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Aufgabe genommen, ein Podiumsgespräch zu den Kooperationen zwischen Hochschulen, Universitäten einerseits und den Einrichtungen der sogenannten Zivilgesellschaft, darüber haben wir jetzt ja einiges gehört, hier durchzuführen. Mein Name ist Claudia Leitzmann, ich bin Mitarbeiterin im Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern, eine Stelle, die hauptsächlich Informationen und Beratung anbietet für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Bayern mit vielen, vielen Partnern. Ich denke, ich bin hier in der Minderheit, wenn ich die Teilnehmerliste durchsehe, aber auf dem Podium sind wir in der Mehrheit, was mich jetzt sehr freut. Wir werden praktisch mal die Frage von Service Learning, die Frage von Studierendenengagement und dem Versuchen von Hochschulen und Universitäten auf die sogenannte Zivilgesellschaft zuzugehen, mal von der anderen Seite aus beleuchten, nicht nur, aber auch. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie noch durchhalten und hier mit dabei sind. Wir müssen mit dem Mikrofon ein bisschen aufpassen, weil wegen der Live-Übertragung und des Streamings und so weiter können wir nicht einfach so in den Raum sprechen. Also ich werde mein Mikrofon an die Gesprächsteilnehmer hier immer weiterreichen. Hoffe, dass das bis hinten durchdringt und dass ich mein Mikrofon auch immer wieder zurückbekomme. Ich stelle Ihnen kurz vor, wer hier in der Runde vorne sitzt. Ich hoffe, Sie können sie alle sehen. Ach übrigens, hier vorne sind noch Sitzplätze frei. Wenn Sie da hinten einen bequemeren Platz als die Fensterbank haben wollen, können Sie sich hier vorne. Die sind nicht so einfach. Ja, also hier gäbe es noch was. Hier vorne in der ersten Reihe sind zwei Plätze und in der zweiten Reihe sehe ich auch noch einen Platz. Und hier in der dritten und vierten gibt es auch noch einen Platz. Okay. Also. Einen Universitätsvertreter haben wir in der Runde dabei. Das ist Professor Karl-Heinz Gerls aus Bamberg. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Service Learning der Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Daneben Margot Laun von Integrationsprojekte Tür an Tür e.V. aus Augsburg mit Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Studierenden, in der Zusammenarbeit mit Hochschule und Universität, sowohl mit positiven als auch mit negativen. Ich glaube, ganz so ernüchternd, wie es in dem Vortrag von Herrn Professor Rhein das losging, wird es heute nicht sein, aber wir werden auch kritisch beleuchten, was möglicherweise die Stolpersteine in Kooperationen sind. Daneben in der Mitte Wilfried Mück, der Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, ehrenamtlich, außerdem Verwaltungsdirektor bei der Caritas in Bayern, vertritt damit, weiß nicht, wie weit Sie das wissen, sehr, sehr viele Institutionen, also das zu der Freien Wohlfahrtspflege gehört die AWO, die Diakonie, die Caritas, das Bayerische Rote Kreuz, die israelitischen Kultusgemeinden, der Paritätische, habe ich einen vergessen, hatte ich gerade gesagt, genau, einmal alle. Dann Dagmar Sinnmacher, therapeutische Leiterin im Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn bei Augsburg, kann über eine sehr gute, langjährige Kooperation berichten, die sich heute auch oder morgen, glaube ich, hier im Rahmen dieser Tagung auch noch vorstellen wird. Und last not least Frau Dr. Taubenböck, Geschäftsführerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Stiftung Wertebündnis Bayern. Um die Frage Werte und Haltungen und inwieweit das sich möglicherweise auf Menschen auswirkt, wenn sie sich in der Zivilgesellschaft organisieren, wurde heute Morgen schon geredet. Ich denke, wir werden in dieser Runde auch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte aber trotzdem jetzt anfangen und mit dem Hochschulvertreter, Sie sind ja auch zum Großteil Hochschulvertreter, deswegen möchte ich im vertrauten Terrain anfangen und Professor Karl-Heinz Gerls zu Wort kommen lassen, der vielleicht erstmal kurz etwas dazu sagt, als Sprecher der Arbeitsgruppe Service Learning nach dem Vortrag heute Morgen von Herrn Professor Reinders. Wie steht man als alleiniger Überzeugungstäter jetzt hier? Ja, dank deiner Einladung habe ich ja gehofft, dass ich mich anfangen muss als Hochschulvertreter, also der Einleitung. Nein, also da muss ich auch erstmal sagen, ich bin zusammen mit meiner lieben Kollegin Birgit Frey, wir sind beide Sprecherinnen, also ich bin Sprecher, sie ist Sprecherin dieses Netzwerks der BGHD. Und persönlich würde ich es genauso halten, wie heute Vormittag der Vortrag angefangen hat. Ich glaube, uns zeichnet allen aus, die wir hier sind, eine hohe Leidenschaft und Enthusiasmus für Service Learning.
Aber diese Frage, die heute Morgen gestellt wurde, nämlich wie funktioniert das denn, wie ist die Wirkung und so weiter, die müssen wir uns natürlich immer stellen. Also insofern würde ich schon sagen, doch, ich bin Vertreter dafür, dass das erstmal an sich eine gute Sache ist. Und ich glaube auch, dass Service Learning ja eher eine Kontur einer Methode ist, weil wenn wir diese Beispiele sehen, die wir heute Morgen gesehen haben und in den nächsten Tagen noch, dann sieht man eigentlich, dass es sehr viele Facetten gibt, wie Service Learning sich ausgestaltet. Ich persönlich habe vor 3 Jahren damit angefangen. Wir haben jetzt, muss ich sagen, da soll man jetzt schon zu dieser Richtung kommen oder nicht? Nein, kann man schon machen. Okay. Wir haben noch ein bisschen weniger Zeit. Also ich hatte mal, du hattest uns ja die Fragen gegeben, geguckt, wer, also ich persönlich mit dem Team, und deswegen sage ich immer wir, weil, wie es Herr Reines heute Morgen auch gesagt hat, wenn man Service Learning an der Uni macht, schafft man das eigentlich nicht allein. Dahinter steht eigentlich immer ein Team. Und wir haben in den letzten 3 Jahren circa mit 53 gemeinnützigen Organisationen zusammengearbeitet. Und du hattest uns so eine Frage gegeben, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und im Gro würde ich sagen, es funktioniert. Aber es gibt unheimlich viele Beispiele und Anekdoten, wo man sieht, dass das im Detail, im Prozess unheimlich schwierig wird. Und 2 Beispiele habe ich mal mir so überlegt. Ein schönes Beispiel, also ich bin von Hause aus Fachdidaktiker und ich frage mich immer, wie kann man in den Wirtschaftswissenschaften Service Learning umsetzen, sowohl in der beruflichen Bildung als auch in der Hochschulbildung. Und wir hatten mal eine Studierendengruppe, da ging es darum, da hatte die Organisation, darf ich nicht nennen, aber es gehörte welche zu der Richtung, die Sie auch vertreten haben. Die hatten ein wunderbares Seniorenzentrum, so ein Mehrgenerationenhaus aufgebaut und die hatten dort eine Cafeteria mit dabei. Und die Cafeteria, die hat nicht funktioniert, die haben nur Verlust gemacht. Das lag unter anderem daran, dass sie die Gerichte gemacht haben und haben sich eigentlich nicht überlegt, na, wie sollten wir die jetzt kalkulieren. Und da sind natürlich Bachelorstudierende in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich prädestiniert, dort na, nicht Aufbauarbeit, aber vielleicht so eine Optimierung dieses Finanzmanagements vorgenommen. Und die Zusammenarbeit mit denen hat wunderbar funktioniert. Wir haben vorhinein, bevor das Modul gestartet ist, das ganze Projekt geplant. Wir haben das abgedrückt, okay, was ist eigentlich die Aufgabe der Studierenden? Und irgendwann kam dann natürlich die Frage, die Studierenden brauchten auch die Daten, weil die mussten ja mal gucken, wie war die Budgetierung bisher? Wie war der Einkauf? Wie war der Verkauf? Wie hat man Preise budgetiert und Ähnliches? Ja, die Daten wurden dann aber nicht rausgegeben. So, jetzt steht man aber in diesem Modul als Hochschullehrer, hat die Verantwortung dafür und vernimmt ja Verantwortung über die Lernprozesse. Das Modul ist 1 Monat gestartet und wir hatten das Problem, dass die Dokumente nicht rausgekommen werden. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, wir hätten noch enger miteinander kommunizieren müssen. Ein anderes Beispiel war, ging es um Investitionsmanagement im Fuhrpark beim Hospizdienst. Da hat das wunderbar funktioniert. Das heißt also eigentlich strukturell ähnliche Serviceprobleme, aber wir haben an bestimmten Stellen anscheinend uns nicht genug ausgetauscht darüber, was sind denn jetzt die Anforderungen der gemeinnützigen Partner und was sind unsere Aufgaben als Hochschullehrer an dieser Stelle. Und ein zweites Beispiel, was eigentlich so mein Lieblingsbeispiel ist, ist, Studierende haben mal bei uns, da ging es um Personaleinsatzplanung im Rettungsdienst bei den Maltesern und die haben sehr viel mit Ehrenamtlichen auch im Rettungsdienst gearbeitet. Und natürlich für jemanden, der Wirtschaftswissenschaften studiert, ist es ein wunderbares Thema. Wie optimiere ich die Personaleinsatzplanung, gerade wenn die Ressourcen wenig sind? Und die Studierenden durften im Rettungswagen mitfahren. Das war das Angebot der Malteser. Für die Studierenden natürlich eine tolle Sache. Und die Malteser haben gesagt, na, wir treffen uns um 4 Uhr, dann kommt ihr einfach vorbei. Und dann dürft ihr mal mitfahren, um die Prozesse und die Abläufe näher kennenzulernen. Die Studierenden dachten 4 Uhr, für einen Student ist das 16 Uhr. Für die Malteser war das 4 Uhr früh. Und jetzt kam das Faszinierende, und da gebe ich zu, da war ich an einer Hochschule, wo die Studierenden vielleicht eine andere Sozialisation haben als in Duisburg oder Berlin-Wedding. Für die war das nicht vorstellbar, dass Menschen um 4 Uhr früh arbeiten. Und das war für die eine unheimlich wichtige Erkenntnis, neben diesen fachlichen, eigentlich so eine soziale Frage, okay, wir haben auch andere Arbeitszeiten. Und was ich damit sagen will, ist, so eine Situation können sie nicht planen. Ich glaube, das ist einfach so, wie ähnlich wie immer, wenn das mit Didaktik ist, wir können das alles im Vorhinein planen, aber wenn wir im Prozess sind, müssen wir einfach gucken, dass wir Vertrauen zueinander haben, dass das funktioniert. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt 2 wunderbare Beispiele schon. Zum einen ist man schon auf ein Kernthema gekommen, das wir auch im Bayerischen Dialogforum immer wieder schon diskutiert haben, also die Frage der
Information und Kommunikation. Wie viel muss man eigentlich über den anderen Partner jeweils wissen, damit überhaupt so eine Kooperation funktionieren kann? Und man staunt sehr oft, dass es eben doch Dinge gibt, die man gar nicht weiß, also die vielleicht sogar ein Hochschullehrer in dem Moment gar nicht so im Kopf hat, was das sein kann. Also das ist sicher eins der wichtigen Themen. Die zweite Frage, so eine Erkenntnis wie das mit dem 4 Uhr Rettungswagenfahren ist ja auch ein ganz nettes Nebenprodukt oder ein schöner Nebeneffekt, den es bei solchen Kooperationen geben kann und wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger für das weitere Leben. Ich gebe jetzt mal weiter an Margot Laun. Tür an Tür macht ja seit vielen, vielen Jahren die Begleitung die Schulung und Ausbildung von Ehrenamtlichen, die sich um Flüchtlinge vor allem kümmern und ist natürlich dadurch eine sehr gefragte Institution, ein sehr gefragter Verein gewesen, gerade in den letzten 2 Jahren. Die Arbeit gibt es aber natürlich schon viel, viel länger. Und ihr habt auch Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten und vor allem seid ihr natürlich auch ein begehrter Partner durch diese Flüchtlingssituation. Dazu kannst du vielleicht was sagen. Also ich habe mir jetzt überlegt, was ist eigentlich meine Erfahrung im Bereich Service Learning mit Hochschule oder Universität? Und wenn ich jetzt die beiden Faktoren, die das definitorisch ausmachen, die Service-Komponente und die Learning-Komponente, praktisch als Grundlage nehme, dann muss ich sagen, ich habe gar keine. Nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr viel Kontakt zu Studierenden und auch häufig mittelbar zu Hochschule und Universität, nämlich dass Studierende auf uns zukommen, weil sie denn irgendwas erbringen müssen, weil sie einen Praktikumsschein brauchen, weil sie ein Projekt, gerade die Wirtschaftswissenschaftler, ein Projekt im sozialen Bereich machen müssen oder, und das sage ich ganz offen, das ärgert mich dann immer sehr, dass Dozenten einfach Seminare ausschreiben, die sind fix und fertig, die Studierenden haben sich angemeldet. Und dann kommt ein Anruf und sagt, ja, aber da geht es um Asylbewerber. Können Sie uns die Kontakte vermitteln? Können Sie eine Einführungsveranstaltung machen? Können Sie das und das? Das ist für mich kein Service Learning. Also für mich hat Service Learning ganz viel damit zu tun, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und das heißt in erster Linie auch die Möglichkeiten, die der Partner hat und die Erwartungen, die der Partner hat, aber auch die eigenen Möglichkeiten und die eigenen Erwartungen im Vorfeld zu klären, was Sie jetzt sagten, ist dann auch zu kommunizieren, zu einer Abstimmung zu kommen und dann gemeinsam das Projekt umzusetzen. Das habe ich bisher ansatzweise zum Teil erlebt, aber wirklich so curricular eingebunden bisher noch nicht. Und ich sage das in aller Offenheit, das ist was, was ich mir wünschen würde. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nicht so klappt. Wie gesagt, wir werden manchmal überrollt. Wir haben ganz viel, wenn ich das noch hinzufügen darf, an positiven Erfahrungen. Ich habe es der Frau Leitzmann am Telefon auch schon gesagt, wie sich manche Sachen auch entwickeln können. Und zwar am konkreten Beispiel Deutsch als Zweitsprache. Ein ganz großer Part in meinem Arbeitsfeld ist neben dem freiwilligen Management auch die Erwachsenenbildung für Asylbewerber, also für all jene, die keinen Zugang zu staatlichen Bildungsangeboten haben. Wir sind EU-finanziert über Projektmittel ausschließlich und die Gelder reichen nicht aus, um Lehrer zu finanzieren. Dankenswerterweise gibt es den entsprechenden Lehrstuhl an der Universität Augsburg. Seit Jahren kommen Studenten auf uns zu und sagen, wir möchten Praxiserfahrung, ganz individuell, völlig ungelenkt von der Uni. Irgendwann kam dann der Wunsch, wir möchten bei Ihnen Pflichtpraktikum machen. Dann hat sich die Dozentin es angeguckt und hat gesagt, okay, Sie erfüllen sozusagen die Voraussetzungen. In der Zwischenzeit hat der Lehrstuhl eine Person angestellt, die uns fachlich unterstützt, weil ich nicht vom Fach bin, also ich bin kein Deutsch als Zweitsprachler. Und die vierte Stufe, wenn Sie so wollen, einer organischen Entwicklung über die letzten 3-4 Jahre, was nicht typisch Service Learning ist, aber eine sehr gute Kooperation geworden ist, ist jetzt ein gemeinsames Projekt, das wir aus dem Asylwissen, mit dem Asylwissen gemeinsam mit dem Lehrstuhl aus dem Fachwissen entwickeln, ein Schulungskonzept für ehrenamtliche Sprachbegleiter. Warum ich Ihnen das so lange geschildert habe, ist einfach die Idee, es kann manchmal auch was entstehen, woran man gar nicht denkt. Also nicht nur, dass man um 4 Uhr früh, nicht um 16 Uhr starten muss, sondern dass sich
aus ganz individuellen Kontakten, das in das Formalisiertere geht, hin zu mehr Partnerschaft, aber im klassischen Service-Learning-Bereich liegt es eigentlich nicht. Und insofern gute Erfahrungen, aber nicht wirklich zum Thema. Also ich wollte noch schon sagen, das Podium heißt jetzt nicht Service-Learning, sondern tatsächlich Kooperationen zwischen Hochschulen, Universitäten und Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Insofern geht es jetzt nicht um die Engführung Service-Learning, sondern um die Erfahrung mit Kooperationen. Es ist sicher aber eine wichtige Erfahrung, dass man eben als gefragter Partner, wenn es thematisch vielleicht auch gefragt ist, nicht unbedingt glücklich ist über Studierende, die dann vielleicht unvorbereitet kommen, aber dass sich sehr gute Kooperationen entwickeln können. Und ich denke, ein Thema war auch schon genannt, was wir auch viel schon immer wieder angesprochen haben, wird sicher auf dieser Tagung immer wieder ein Thema sein, der Ansprechpartner. Derjenige auf beiden Seiten braucht es wahrscheinlich die Ansprechpartner, mit denen man überhaupt die Projekte entwickeln kann. Jetzt haben wir heute Mittag beim Herrn Professor Reinders ein paar ernüchternde Zahlen gehört, was Service Learning bewirkt bzw. nicht bewirkt bei den Studierenden. Ich sage es deswegen nochmal, weil Herr Mück, Sie da noch nicht da waren. Als Fazit hat er aber gesagt, am Schluss ist immerhin das gute Ergebnis, dass einmal in der Woche zum Beispiel ein Studierender mit einem Kind zusammensitzt, was vielleicht aus benachteiligten Verhältnissen stammt und dieses Kind unterstützt. Und allein dieses Mentorentum ist ja schon eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft, egal wie nachmessbar sozusagen dann die positiven Auswirkungen bei den Studierenden sind. Für uns, die wir Einrichtungen der Zivilgesellschaft vertreten, und ich nehme an, Ihnen geht es auch so, ist das schon mal ein wunderbares Fazit. Also wenn sich junge Menschen um benachteiligte Kinder und Jugendliche zum Beispiel kümmern, dann reicht uns das vielleicht auch schon. Herr Mück, wie würden Sie das für die ganzen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege beantworten? Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt man natürlich sämtliche Vorurteile so durchdiskutieren. Es gibt über die freie Wohlfahrtspflege und über Studierende. Sie haben also so ein paar schöne Dinge genannt. Ich hatte einen tolles Erlebnis vor etlichen Jahren, und zwar war er auf einer großen Veranstaltung, da waren ca. 500 Bürgermeister, und dann hat ein hochrangiger Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in Bayern gesagt, es gibt Personengruppen, die würden das Problem verschlimmern, und zwar in der Steigerung Jurist, Pädagoge, Sozialpädagoge. Und dann haben 500 Bürgermeister geklatscht. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und zwar insofern nachdenklich, weil die genannten Berufsgruppen alle Fachhochschul- bzw. einen universitären Abschluss haben und ich gehe mal davon aus, einen dreistelligen IQ. Es lacht sie, okay. Fakt ist schlicht und ergreifend, wir befinden uns speziell über den sozialen Bereich, damit Sie mal ein bisschen erahnen, was das in Bayern heißt. Der soziale Bereich in Bayern heißt, der geht vom Kindergarten bis zum stationären Hospiz und alles, was zwischendrin ist. Die können die ganzen Sozialgesetzbücher rauf und runter buchstabieren, SGB 5, SGB 8, SGB 9, SGB 11, SGB 12. Sozialer Bereich in Bayern heißt ca. 250.000 Vollzeitmitarbeiter und ca. 20.000 Einrichtungen. Das ist ein Cadillac. Das ist wesentlich größer als die Automobilindustrie in Bayern. Das heißt natürlich, wenn man so ein Auftreten hat auf der einen Seite, geht man auch Verpflichtungen auf der anderen Seite ein. Und ich denke, die Kooperation mit Hochschulen wäre eigentlich eine Verpflichtung, auch von unseren Verbänden. Die Zusammenarbeit ist aber momentan, ich sag mal, eher im kleinen, kleinsten Bereich. Und ich möchte gerne diese Erkenntnisse der Veranstaltung, wenn es irgendwo geht, in unsere Chefetagen bringen, um mal zu sagen, wir müssen uns diesen Bereich öffnen, damit Sie die Denke der freien Wohlfahrtspflege verstehen. Wir sind immer im reaktionären Bereich. Wir reagieren nur. Es gibt ein Problem und wir machen was. Oder auch nicht. Und wir sind permanent bestrebt, das Ganze finanzieren zu können. Ich komme, ganz aktuelle Begebenheit, komme jetzt gerade von der Sitzung der sogenannten Landespflegesatzkommission in Bayern. Das ist eine nicht vergütungssteuerpflichtige Veranstaltung. Da geht es nämlich darum, wie die Pflegesätze in Altenheimen, stationären Altenheimen gemacht werden. Und da hatten wir heute in unseren Unterlagen, die es zu beschließen galt, eine sogenannte Geschäftsvereinbarung. Entschuldigung. Und in dieser Geschäftsvereinbarung steht drin eine ganze Seite ehrenamtliches Engagement und wie man dieses ehrenamtliche Engagement bepreisen könnte, quasi. Und da
da denke ich, ist der Knackpunkt, genau in dem Bereich. Wenn wir heute sprechen über, nennen Sie es, wie Sie es wollen, Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement oder sonst was, da wird sofort versucht, von politischer Seite zu sagen, zum einen, die Gesellschaft hat die Aufgabe, was ich persönlich nicht so erachte, und zum zweiten, man muss das irgendwie bepreisen, um sagen zu können, die tun was und ersetzen vielleicht noch so und so viele Pflegefachkräfte oder wen auch immer. Wir sind da auf einem ganz gefährlichen Weg aktuell, nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen Bundesrepublik, dass man beginnt, ehrenschaftliches Engagement in Euros zu fassen. Und das ist das Allerbeste, ehrenamtliches Engagement per Vertrag quasi verpflichtend zu machen. Das widerspricht sich ja, das ist gar keine Frage. Und diese Diskussion müssen wir mit offenem Visier führen, meines Erachtens, weil speziell jetzt im Hochschulbereich, das hieß ja, da kommen ja Ehrenamtliche, die ja wirklich noch was mitbringen, Fach-Know-how mitbringen, das einbringen für ihr Studium oder wie auch immer, und dann heißt, ab das hat man wieder so und so viel Hauptamtliche quasi erspart oder was auch immer. Das ist eine Diskussion, die bei uns im Bereich der freien Wohlfahrtspflege sehr intensiv geführt wird. Insofern, weil der Trend absolut nachvollziehbar ist, dass Ehrenamtliche mittlerweile auch eine gewisse Fortbildung, Weiterbildung, wie Sie es nennen wollen, mit vorweisen müssen. Ich sage nur ein Beispiel, Hospizbereich. Wenn Sie im Hospizbereich ehrenamtlich tätig sein möchten, müssen Sie 80 Stunden an Fortbildung vorweisen, sonst dürfen Sie es gar nicht. Das sind lauter so Dinge, die Sie jetzt so einschleichen, ein Stück weit. Da müssen wir wirklich mal ganz offen diskutieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich Ehrenamt? Und da im Bereich der freien Wohlfahrtspflege haben Sie dann die verschiedensten Ausprägungen. Teilweise wird Ehrenamt verglichen, ja, die arbeiten zwar hochqualifiziert, aber mit dem Mindestlohn zum Beispiel. Also für mich nicht nachvollziehbar, sowas. Aber das sind Tatsachen, die so in dem Bereich vorkommen. Wir müssen dieses Thema Einsatz von Studierenden in der freien Wohlfahrtspflege wesentlich offensiver angehen. Da sind, denke ich, beide Seiten gefragt. Ich selber habe das einige Mal erlebt, jetzt bei mir in der Dienststelle, beim Landescaritasverband in Bayern, da kann man dann Juristen mit dem zweiten Staatsexamen und sagt, können wir irgendwas bei Ihnen machen, das sinnvoll ist? Dann haben wir gedacht, Mensch, wenn jemand so lange studiert und fragt, sagt, er braucht was Sinnvolles. Ich meine, es gibt viele sinnvolle Dinge, die man bei uns machen kann. Ja? Aber diese Sinnfrage scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Eine sinnstiftende Aufgabe, die dann als Ehrenamt oder wie auch immer geführt wird und dann dazu beiträgt, dass beide Seiten lernen. Das wäre eigentlich der Idealzustand. Ich weiß nicht, ob man den erreichen kann, aber wir müssen jetzt erstmal die Diskussion darüber führen. Jetzt habe ich das große Glück, dass wir als Landescaritasverband sehr eng verbandelt sind mit der katholischen Stiftungsfachhochschule. Aber auch da merke ich, wir müssen auch näher zusammenarbeiten. Hier werden zum Teil Dinge im Hochschulbereich unternommen, wo ich sage, was machen wir dann mit diesen Menschen? Wenn die dann einen Abschluss machen, wenn sie den in der Tasche haben, wo kann man so jemanden dann gezielt einsetzen? Aber das ist nochmal eine Diskussion, die sicherlich sehr zeitintensiv ist. So viel mal zum Einstieg. Mir ist es einfach wichtig, Ihnen zu sagen, freie Wohlfahrtspflege ist so etwas Ähnliches wie Gänseblümchen, die finden Sie überall. Ja? Ob von Bad Kissingen bis runter an den Bodensee bis rüber nach Berchtesgaden, und Sie finden freie Wohlfahrtspflege in jeder Ausprägung. Das heißt, jeder, der studiert und irgendwie eine Art von Engagement zeigen möchte, müsste eigentlich etwas finden. Also das ist jetzt mal ein Plädoyer, dass es viele zivilgesellschaftliche Partner gibt auf Seiten der freien Wohlfahrt. Ich wollte noch mal kurz, ich nehme jetzt einfach mal das Mikrofon, damit ich das nicht genau, geben Sie es mal weiter. Und eine Rückfrage hätte ich jetzt noch. Nochmal zurück zu dem Engagement von Studierenden. Seit dem Wegfall des Zivildienstes fehlen ja genau in Ihrem Bereich auch sehr, sehr viele junge Menschen. Ist es ein Grund mehr, sich vielleicht zu überlegen oder zu wünschen, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten? Ist da sozusagen auch ein Desiderat? Also hat sich sozusagen auch die Altersstruktur derjenigen, die in den Einrichtungen mitarbeiten, dadurch dramatisch verändert? Ja. Also der Wegfall vom Zivildienst hat uns ganz, ganz hart getroffen, weil wir Zivildienst waren, wenn Sie so wollen, ein Stück von Personalentwicklung. Ja. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, das sind im engeren, weiteren Freundes- und Bekanntenkreis, sind durch den Zivildienst im sozialen Bereich geblieben. Ich gehöre übrigens auch dazu. Das
spüren wir ganz drastisch, und diese Alternative mit den Bundesfreiwilligendiensten ist keine wirkliche Alternative, weil ja auch nicht verpflichtend ist und ein Stück weit nicht diese Attraktivität besitzt, ganz nah und länger arbeiten in dem Fall zu müssen, so was bei den Zivis zumindest. Und ich habe viele erlebt, die am Anfang eher die Abneigung hatten, so nach dem Motto, das muss ich dann zur soziale Einrichtung, aber das mache ich eben, um nicht zur Bundeswehr zu müssen. Und dann komischerweise nach 3-4 Monaten mit der entsprechenden Begleitung eine ganz andere Sichtweise hatten. Und dann letztendlich entweder studiert haben oder dann eine Berufsfachschule gemacht haben. Also sehr hart getroffen. Ja, das ist ja auch die große Hoffnung, die man damit verbindet, dass natürlich Studierende, die zum Beispiel in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen mitarbeiten, über diese vielleicht kurzfristige oder auch längerfristige Mitarbeit das Thema auch entdecken, das Engagement entdecken, dort vielleicht bleiben oder sogar auch für ihre berufliche Laufbahn dann entsprechende Weichen stellen. Da möchte ich übergehen zu Frau Simmerer, weil Sie ja für ein Projekt stehen als therapeutische Leiterin, auf das man zunächst zumindest vom fachlichen Inhalt nicht unbedingt sofort kommt. Es geht um Studierende der Mechatronik oder Informatik, Mechatronik ist, glaube ich, die sich in ihrer Einrichtung engagieren, das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und da ist es ja tatsächlich so, das ist ja fast wie Zivildienst, bloß in der verkürzten Form, es ist ja ein Muss. Also die Studierenden können sich nicht entscheiden, engagiere mich mal für ihre Einrichtung so eine Zeit lang, sondern die Studierenden, ich glaube im 5. Semester, müssen ein Automat bauen und müssen das in Zusammenarbeit mit ihrer Einrichtung tun, müssen das in Zusammenarbeit mit schwerstbehinderten Menschen machen, alle. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen darüber berichten, wie sich das aus Ihrer Sicht auswirkt auf Studierende. Macht es was mit denen? Ist das für die einfach ein Auftrag wie jeder andere? Vorne dran steht so ein Automat. Also falls Sie Zeit und Lust haben, nachher mal Mensch ärgere dich nicht zu spielen, ich kann es nur empfehlen, damit man sich das etwas besser vorstellen kann. Vielleicht grundsätzlich nochmal ganz kurz zu uns. Fritz Felsenstein Haus ist eine Einrichtung für körperbehinderte Menschen, von klein bis groß, die größte in Bayerisch Schwaben, muss man ja hier an der Grenze eben dazu sagen. Und in der Tat, wir kooperieren schon seit 5 Jahren mit der Hochschule Augsburg. Es hat sich durch einen Zufall entwickelt auf persönlicher Ebene. Zwei Menschen treffen aufeinander, der eine ist ein Professor, der andere ist ein Ergotherapeut in Felsenstein. Die kommunizieren miteinander und daraus entsteht dann ein tolles Projekt. Die Studierenden aus beiden Fachrichtungen, Mechatronik und Informatik bzw. Elektrotechnik und Informatik, haben die Aufgabe für unser Klientel, zum Beispiel Spielgeräte, wie Sie es jetzt eben draußen sehen, oder aber auch andere sinnvolle, um bei meinem Vorredner anzuknüpfen, sinnvolle Dinge zu erstellen, die wir tatsächlich zum Beispiel im Unterricht oder in unserem Internat im Alltag verwenden können. Und ich glaube, da profitieren beide Seiten ganz schön, ganz gut und vor allem nachhaltig davon. Die Studierenden lernen körperlich sehr schwer betroffene Menschen kennen, die zum Beispiel in einem Elektrorollstuhl sitzen, die dann vielleicht auch noch nicht selber sprechen können, die ein Sprachausgabegerät haben. Wir nennen das Ding dann Talker. Da kommt natürlich schon ein bisschen so das technische Interesse dann zum Vorschein, wenn dann ein Laptop plötzlich dasteht und der Mensch mit Handicap über seine Augen den Elektrorollstuhl steuert. Das ist faszinierend. Ich denke, die 50 oder 60 Studenten, die jedes Jahr zu uns kommen und über so etwa 10 Wochen mit unseren schwerst mehrfach behinderten Menschen Kontakt haben, die auch fragen, Mensch, wie kannst du denn eine PC-Maus ansteuern, kannst du selber drücken oder brauchst du irgendwas anderes, die haben ein Stück weit viel mehr Sozialerfahrung gemacht als eben Studierende, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und unsere profitieren natürlich davon, weil sie überlegen, unser Klientel profitiert davon, weil sie überlegen müssen, was möchte ich denn eigentlich oder
wie kann ich denn was ansteuern oder wie kann denn was funktionieren? Also es ist wirklich ein ganz tolles Projekt und wie gesagt, draußen einfach mal ausprobieren. Eine Rückfrage habe ich noch, Sie haben ein Vorgespräch gehabt, Sie glauben, Ihre Einrichtung profitiert mehr davon als die Hochschule. Warum? Also bei uns dürfen dann die Geräte einfach stehen. Und wir haben eben, wie gesagt, viele Spielgeräte, die im Alltag verwendet werden. Wir haben in der Hauswirtschaft, in der Küche zum Beispiel einen Mixer. Unsere Klienten könnten keinen Mixer bedienen. Der Mixer wurde so umgebaut, dass man einen Smoothie machen kann mit Tastendruck zum Beispiel. Kann man im Hauswirtschaftsunterricht verwenden, kann man über Jahre verwenden. Wenn ich jetzt morgen rumfrage, wer hat denn diese Geräte gemacht, dann würde mich interessieren, wie viele denn das noch wissen, dass da irgendwas mit der Hochschule war. Das meinte ich mit, was ist nachhaltig. Die Geräte stehen da. Und für die Studierenden ist es, denke ich, die 8 oder 10 Wochen eine sehr intensive Geschichte. Sie machen was Sinnvolles. In den Vorgesprächen mit den Professoren, 2 davon sitzen im Publikum, da kommt deutlich raus, bis vor 5 Jahren mussten Studenten ja auch etwas herstellen. Das landete in der Hochschule im Keller oder ich weiß nicht, was er mit den Dingen macht, im Schaukasten, weil Dinge entstanden sind, die kein Mensch braucht, zum Beispiel eine Kuli-Aufhebemaschine oder so. Ich glaube allein schon zu sehen, ich erschaffe was Sinnvolles, was Menschen ein strahlendes Lächeln in das Gesicht zaubert, der im Elektrorollstuhl sitzt und der zum ersten Mal in seinem Leben selber Mensch ärgere dich nicht spielen kann oder Slotter oder 4 gewinnt oder whatever, wenn man solche Blicke mal erleben dürfte, ich glaube, das prägt schon. Wie nachhaltig, weiß ich nicht. Also das Produkt kommt Ihnen sicherlich zugute, aber was es sonst vielleicht mit Studierenden macht, kann man mal dahingestellt sein lassen. Ich würde sagen, wenn Sie das Mikrofon weitergeben an Frau Dr. Taubenberg, Stiftung Wertebündnis Bayern. Das Wertebündnis hat ja die Wertebildung, Werteerziehung junger Menschen zum Ziel. Ist es da nicht naheliegend, auch mit Hochschulen und Universitäten zusammenzuarbeiten? Und was wäre so ein Wunsch an Studierende aus Ihrer Sicht? Ja, also wir haben in der Tat schon in vielfältiger Art und Weise mit Studierenden zusammengearbeitet, aber nicht in der systematischen Art, wie es Service Learning eigentlich vorsieht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben zum Beispiel eine Ringvorlesung initiiert an Universitäten. Es haben sich dann auch über 20 bayerische Universitäten und Hochschulen beteiligt, wo wir zum akademischen Fachunterricht einfach eine Zusatzkomponente angeboten haben, ethische Verantwortung für Menschen, die eben Ingenieur werden oder die Informatiker sind, dass die sich einfach mal austauschen konnten, auch über Themen aus dem ethischen, moraltheologischen, was auch immer Bereich, als künftige Führungskräfte oder Gestalter von Gesellschaft, dass sie einfach über ihr akademisches Fachwissen hinaus sich diesem Bereich widmen. Wir haben als Wertebündnis Partner die Hochschule Bayern e.V., die Universität Bayern e.V. Das heißt, wir sind auch von der Partnerschaft her hier organisiert, aber wir haben jetzt keine systematischen Zusammenarbeits- oder Kooperationsfelder installiert, was wir aber sehr schön fänden. Wir haben einzelne Projekte, gerade jetzt zum Thema Integration und Toleranz. Wir haben 10 neue Projekte aufgelegt, die Begegnungsprojekte zwischen Einheimischen und Geflüchteten sind und in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen angesiedelt sind, von der politischen Bildung über Kunst, Kultur, Sport. Und
Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das heißt Musik integriert. Das ist angesiedelt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Professor Pfeiffer, ein Musikpädagoge, entwickelt hier mit Studierenden eine neue Methodik des Spracherwerbs, die über Musik funktioniert. Der Ansatz ist eher, dass man versucht, eben bei teilweise auch Analphabeten oder Menschen, die eben wenig Erfahrung haben im Umgang mit klassischen Spracherwerbsmodellen, die grammatiklastig sind oder die mit Fachbegriffen hantieren, dass man da einfach eine neue Methodik entwickelt und auch gleich im schulischen Kontext erprobt, die eben über gemeinsames Musizieren funktioniert. Das ist so eine Kooperation mit der Hochschule, die ein gemeinsames Projekt mit der Stiftung Wertebündnis darstellt. Und wir könnten uns hier viele weitere gemeinsame Projekte vorstellen. Das Problem ist nur das, was eben schon oft angesprochen wurde. Wir wissen gar nicht so genau, was die Hochschulen genau zu bieten haben. Und umgekehrt wissen die Hochschulen wahrscheinlich nicht so genau, welche Projekte wir auflegen oder wo wir Unterstützungsbedarf hätten. Und ich würde mir wünschen und gerne auch anbieten, dass man einfach mal zusammenkommt, den Dialog führt, dass ein Vertreter der Hochschulen vielleicht aus diesem Netzwerk kommend mal mit der Stiftung Kontakt aufnimmt. Wir würden gerne diesen Dialog führen und uns gegenseitig vielleicht ein bisschen besser darüber informieren, was es für Kooperationsmöglichkeiten geben könnte. Das Wertebündnis funktioniert ja insgesamt sehr basisdemokratisch. Das heißt, man entwickelt Projekte gemeinsam auf Augenhöhe, alle Partner. Also im Wertebündnis darf ein Projekt nur dann stattfinden, wenn mindestens drei Partner aus diesem Bündnis zusammenarbeiten. Das ist die Idee des Netzwerks. Wir wollen eben nicht, dass einzelne Partner, Herr Möck ist zum Beispiel Partner, ihre Projekte, die sie ohnehin durchführen, durch die öffentlich-rechtliche Stiftung jetzt finanzieren lassen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass einfach ein Mehrwert entsteht, dass neue Dinge entwickelt werden, die es nicht gäbe ohne dieses Netzwerk. Und deswegen entwickeln wir die Dinge gemeinsam. Und wenn da ein Hochschulvertreter sich in diesen Anfangsprozess schon einklinken würde, dann könnte man vielleicht das ein oder andere Angebot da schon mit einfließen lassen. Also klingt ja, also hier bieten sich lauter potenzielle Partner an. Klingt ja auch interessant. Jetzt haben wir schon beim Vorfeld darüber geredet. Wenn man jetzt nicht zufällig Kontakte hat oder mit jemandem ins Gespräch kommt, wüsste man als Stiftung Wertebündnis nicht unbedingt, an wen könnte ich mich denn jetzt wenden, wenn ich mit einer Hochschule kooperieren werde. Also man kann sich vielleicht noch die Fachrichtung ausdenken, aber man weiß jetzt nicht, wer ist denn der entsprechende Ansprechpartner. Da geht es um die Öffnung der Hochschule, die offenbar noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man gleich das entsprechende Schild findet, an wen man sich wenden muss. Ich möchte jetzt rein aus mikrofontechnischen Gründen die Runde einfach wieder so zurückmachen, damit wir nicht dauernd hin und her reichen müssen. Ich möchte ein bisschen noch auf diese Erfolgsfaktoren und vielleicht auch Stolpersteine eingehen. Also das war ja ein wichtiger Punkt, Ansprechpartner auf beiden Seiten. Frau Sindner, wir wissen jetzt, ich habe ja auch schon über Ihr Projekt berichtet, das ist eine erfolgreiche Kooperation, die ist schon über mehrere Jahre. Sie wird von beiden Seiten weitergeführt, ist jetzt kein Ende in sich. Was sind Ihrer Meinung nach neben den Effekten, den positiven Produkte für Ihre Einrichtung und vielleicht auch Effekte bei den Studierenden, was sind die wichtigsten Erfolgskriterien, dass diese Kooperation so funktioniert? Also auf Ihrer Seite und auch auf Seite der Hochschule. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor war damals, als die beiden besagten Menschen aufeinander gestoßen sind bei einer Veranstaltung der Stadt Augsburg. Man hat miteinander gesprochen, man hat miteinander kommuniziert, man hat sich gegenseitig kennengelernt und man hat einen Personenkreis definiert, der für dieses Projekt zuständig ist, sowohl auf Seite der Hochschule als auch auf unserer Seite. Und wir sind im Kontakt und im Austausch. Wir besuchen die Hochschule, wenn das Semester soweit ist, dass das Projekt ansteht, und die Studierenden besuchen uns. Erstmal nur reines Kennenlernen, und ich glaube, da kann man viele Fallstricke dann schon gleich beseitigen. Wir lernen immer noch beide Seiten, denke ich. Also von unserer Seite aus gesprochen, als das Projekt das erste Mal lief, wenn ich da vielleicht auch eine kurze Anekdote erzählen darf. Wir haben
keinerlei Vorgaben gemacht. Wir haben unser Klientel vorgestellt und haben den Studierenden freien Lauf gelassen. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine Kegelmaschine bekommen haben. Kegel, bekannt. Diese Kegelmaschine ist so groß geworden, die würde also hier vorne noch reinpassen. In unserem Haus ist es einfach schwierig, also so. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, und es war nur ein Beispiel, wir müssen noch mehr miteinander kommunizieren und noch mehr festlegen, was braucht es denn auf beiden Seiten, was muss denn, was sind so die Rahmenbedingungen jetzt aus rein technischer Sicht, Ansteuerungssicht, whatever, so. Und da sind wir immer noch am Lernen, aber wir werden immer gut und immer besser, gell? Ich schaue jetzt mal Professor Bayer an und der nickt fleißig. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das war auch das Entscheidende, dass man nicht gesagt hat, hoppla hopp, wir machen da jetzt irgendwas, sondern dass wir uns kennengelernt haben und dass man sich auch die Zeit nimmt, und auch mal einen Schritt zurück macht und sagt, was braucht denn ihr oder was sind eure Thematiken, die so mit reinfließen müssen und was sind unsere? Ich glaube, das war der entscheidende Faktor, dass es jetzt, ich nehme mal an, nächstes Jahr zum 6. Mal stattfindet. Also Klärung der Rahmenbedingungen, ganz wichtiger Punkt, auch oft Rahmenbedingungen, über die man vorher gar nicht weiß, dass sie wichtige Rahmenbedingungen sind. In Ihrem Fall wahrscheinlich Rollstühle, die in den Einrichtungsgängen stehen und da passt keine Kegelbahn rein und so weiter. Rahmenbedingungen, wenn Sie Ihr Mikrofon an den Herrn Mück weitergeben, der vorher gesagt, die Wohlfahrt rennt immer eher, reagiert immer auf Probleme, macht immer sozusagen den Schritt der Reaktion auf ein Problem. Jetzt, wie könnte man, was würden Sie sich denn wünschen, wie könnte man denn Hochschulen, Universitäten, Einzelstudierende in die Einrichtungen der Wohlfahrt einbinden? Was wären Ihrer Meinung nach denn schon für den ersten Schritt wichtige Kriterien? Wie könnte das überhaupt ablaufen? Ich denke, es gibt vielfältige Art und Weisen des Einsatzes von Studierenden im Bereich der freien Wohlfahrtspflege. Der Professor hat es vorhin eingangs erwähnt, also allein das Stichwort Transparenz, Qualitätsentwicklung und so weiter und so fort, das sind ja mannigfaltige Aufgabenbereiche und sicherlich mit viel Know-how von studentischer Seite was bewegen könnte auf Seiten der freien Wohlfahrtspflege. Was ich aber sehe, ist immer dieser Punkt, die Ressourcen freizuschaffen und die Menschen quasi zu begleiten. Es geht bei den banalsten Dingen los. Ich war in früheren Zeiten ganz einfach Sozialarbeiter, der hier in der Gegend umgefahren ist zur Betreuung von Aussiedler, Übersiedler und Flüchtlingen. Ja? Und da habe ich selber festgestellt, so wie Sie es vorhin gesagt haben, da kommen dann hoch engagierte, motivierte Leute und sagen, da wollen wir was tun. Und man meint, Mensch, das wird klasse. Ja? Die haben, sind vielleicht angehende Juristen und so, das Thema Ausländergesetz ist ja sehr vielfältig, da kann man was machen und die können doch ein bisschen beraten und sonstige Dinge machen. Und dann merkt man da Sinnen, wenn keine Begleitung stattfindet, relativ schnell die Luft ausgeht. Und das ist schade, weil ein hoch motivierte Menschen eigentlich an dem scheitern, oder was heißt scheitern, dadurch, dass sie nicht adäquat begleitet werden und Ansprechpartner haben, die quasi sagen, Mensch, da muss man vielleicht in der Situation so und so reagieren, ja, Stichwort interkulturell und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir die notwendigen Ressourcen hätten, um zu sagen, okay, wir gehen da aktiv rein, wir begleiten Studierende bei einem Einsatz, wo auch immer der sein mag, in welchem Bereich, dann wäre schon die erste Hürde. Ja. Aber um da die Illusionen zu nehmen, wir bekommen nicht mal die Praxisanleitung von alten Pflegeschülern finanziert. Also noch ganz banal gesprochen, ja. Nicht mal das wird finanziert. Das heißt, da müssen wir sich genau überlegen, wie könnte man Ressourcen, Sie haben das ja vorhin so kurz mal anklingen lassen, wie könnte man Ressourcen freischaffen, um das zu gewährleisten, dass es auch ein Erfolg wird. Und dann denke ich ganz, ganz viel meine Sachen. Und wir sind da genau in dieser Debatte drin, Transparenz, macht endlich mal eure Bilanzen auf und. Wobei man denkt, wenn wir so reich werden, dann sind wir schon längst an der Börse. Ja? Aber das ist mal eine andere Diskussion. Ich glaube, wir brauchen zunächst mal vertrauensbildende Maßnahmen. Ja? Die Hochschullandschaft in Bayern erleben wir als freie Wohlfahrtspflege ein Stück weit als Zuarbeiter.
Also wenn Sie mal eine ganz tolle Handreichung lesen wollen, Sozialwirtschaft in Bayern, ja, das wurde damals herausgegeben von der Evangelischen Fachhochschule in Nürnberg, die das Ganze bestätigt, was ich so eingangs erwähnt habe mit den Zahlen. Das war so unser ganz aktiver Partner. Wir lassen uns von der Hochschulseite bestätigen, wie toll wir sind. Aber das hätte nichts mehr nachkommen. Ja. Da muss man mehr wirklich praktische Beispiele sagen, wie können wir Vertrauen zueinander finden, welche Bereiche passen zueinander, wo können wir ganz konkret in die Umsetzung gehen. Und die Bereiche sind so vielfältig, da findet man garantiert was. Ja. Also drei Punkte habe ich ausgehört. Die Ressourcen, ganz wichtige Frage natürlich, wenn die nicht da sind, ist die Frage, woher nehmen und auf welchen Seiten braucht man wie viele Ressourcen. Zweite Geschichte war jetzt gerade am Schluss auch die Passung, die individuelle, die Differenzierung auch der möglichen Engagements. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das dritte, vertrauensbildende Maßnahmen oder das gegenseitige Vertrauen. Das ist sicherlich, gehört auch zu Kommunikation und Transparenz. Wenn Sie vielleicht noch mal weitergehen an Margot Laum, wir haben das ja schon mal gerade gehört, also sozusagen, wenn man miteinander spricht, wenn man rechtzeitig den jeweiligen Partner ins Boot holt, um auch Projekte zu entwickeln, dann ist das schon ein Kriterium für eine gute Kooperation. Gibt es darüber hinaus, vielleicht auch mit diesem aktuellen Projekt nochmal, gibt es da vielleicht noch was, wo man sagen könnte, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, damit so eine Kooperation gut startet? Also ich kann Herrn Mück nur 150%ig zustimmen. Also es ist genau so, ich würde sagen, es gibt zwei Schlagworte, Klarheit und Struktur. Klarheit heißt Klarheit bei mir, Klarheit beim anderen, Abstimmung über das, was möglich ist und was man möchte und dann eine strukturelle Einbindung und Umsetzung. Das wäre für mich so ganz grob und ganz kurz gesagt das Wichtige in der Kooperation. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass es auch, ich sehe das auch mit den Ressourcen, aber dass es in erster Linie aus meiner Sicht eine Leitungsentscheidung ist. Und zwar eine Leitungsentscheidung bei der Hochschule und es ist eine Leitungsentscheidung beim Partner. Und ich muss auch gestehen, bei uns wurde das nie wirklich entschieden. Man ist so hineingestolpert. Es kam die Anfrage, man fand es toll, die Studenten waren engagiert, alles wunderbar. Aber irgendwann kommt dann doch die Frage, wann machst du das eigentlich und leidet nicht was anderes? Und da brauche ich dann die Leitung im Rücken, die wirklich sagt, wir stehen dahinter und wir sehen das jetzt nicht nur, was man ja so gerne tut, also wir tun es nicht, aber als kostenlose Arbeitskraft, sondern es ist eine Bereicherung für beide Seiten und es ist vielleicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die man auch als Träger von, ja, für Menschen, die jetzt benachteiligt sind, in unserem Fall Asylbewerber und Flüchtlinge, mal die Kontakte zu ermöglichen zu der Mehrheitsgesellschaft, so viel zitiert. Also diese Leitungsfrage, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige und ich bin mir nicht sicher, ob das in Hochschulen wirklich immer so gelöst ist oder ob es nicht einfach sehr engagierte Professoren gibt, die sagen, wir machen das jetzt, weil wir es wichtig finden, sondern ich würde gerne da mal auch einen Präsidenten sitzen haben und mal den fragen, wie sieht es denn aus, wenn es um die Ressourcen geht. Schönes Stichwort auch für Karl-Heinz Gerholz, würde ich annehmen. Wenn man jetzt alleine an einer Hochschule oder Universität landet, ist Überzeugungstäter, macht schöne Projekte, sucht sich einen Partner vor Ort, ist es wichtig, dass irgendjemand anders an der Hochschule oder der Universität auch mitmacht? Kann man das einfach alleine durchziehen? Was wäre da ein wichtiges Kriterium, damit solche Kooperationen sich vielleicht auch halten, vielleicht sogar auch halten, wenn man eben selber mal nicht mehr an der jeweiligen Universität ist? Also um deine erste Frage zu beantworten, ja, man kann. Das Schöne ist ja als Hochschullehrer, dass man nach wie vor eigentlich die Freiheit der Lehre und Forschung hat, also man kann das alleine durchziehen. Ob das langfristig sinnvoll ist, ist die andere Frage und deswegen, ich würde mal die Frage so beantworten, weil da ging es ja um die Erfolgsfaktoren. Ich würde drei Stichworte nennen, das ist durchaus meine eigene Erfahrung zum Erhalten. Die Zeit, also vorhin wurde stark diskutiert, dass man auf Augenhöhe sich begegnen muss. Völlig d'accord. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Wenn ich auf Augenhöhe aber mit jemandem agieren will, und nicht nur will, sondern ich muss es meines Erachtens im Service Learner oder Community Service,
da müssen beide Seiten erstmal Zeit investieren. Das ist Ihr Beispiel, kann ich vollkommen verstehen. Wir arbeiten sehr gut in Bamberg mit der Caritas zusammen. Und selbst wenn die Leitung sagt, ja, wir müssen einen Termin finden und der geht vielleicht länger als 90 Minuten, der geht vielleicht 3 Stunden. Und da müssen beide sagen, mir ist es jetzt wert, dass wir diese 3 Stunden nehmen. Weil Augenhöhe bedeutet, ich muss den anderen erstmal verstehen. Also meine Frau und ich, wir sind seit 15 Jahren glücklich verheiratet und wir missverstehen uns noch. Und wenn ich dann einen Partner kenne, gerade 3 Monate und mit dem ein großes Projekt plane, das dauert auch ein bisschen, also Missverständnisse gehören dazu und das braucht Zeit. Einen zweiten Punkt würde ich sagen, und da gehe ich ein bisschen auf die Frage ein, kann man das allein durchziehen? Es geht um Didaktik aus Sicht meines Erachtens, als wir diejenigen, die an der Hochschule arbeiten. Heute Morgen wurde die Frage diskutiert der Wirksamkeit des Service Learnings und das ist aus Forschungsperspektive unheimlich wichtig. Die Ergebnisse zeigen im Endeffekt auf, was wir in der Lernforschung auch bei anderen Sachen kennen. Problembasiertes Lernen wird seit 40 Jahren erforscht und wir wissen immer noch nicht, wie das optimale problembasierte Lernarrangement aussieht. Die Frage muss meines Erachtens nicht sein, ob Service Learning wirksam ist oder nicht, sondern wie sieht ein sinnvolles Service Learning Arrangement in einem konkreten Kontext zwischen konkreten Partnern vor dem Hintergrund einer konkreten inhaltlichen Fragestellung aus. Und dazu brauchen wir meines Erachtens auch viel Dokumentation, Systematisierung des Erfahrungswissens. Wir haben sehr viel über einzelne Projekte diskutiert. Natürlich gibt es engagierte Professoren, die das lieber machen, aber Ziel muss es ja sein, von uns unabhängig. Und dafür müssen wir dieses Wissen auch dokumentieren. Sie müssen sich vorstellen, ich muss jetzt schon meine Module fürs Sommersemester 2017 planen. Da wollen wir auch ein Service-Learning-Arrangement machen. Da weiß ich, dass ich die Prüfung zwischen 31. Juli und 8. August machen darf. Sagen Sie mal, wenn ich jetzt zur Caritas gehe, wir machen wieder was zusammen, wir stimmen uns dann ab, aber ich muss noch schnell die Prüfungsregularien sehen. Also ich glaube, es hat sehr viel mit Didaktik an der Stelle zu tun. Wie gestalten wir das, dass wir beide das Ziel hinbekommen? Und das wäre der dritte Aspekt, den ich wichtig finden würde, ist, es muss als zivilgesellschaftliches Bildungsnetzwerk gedacht werden, um gerade diese Erfahrung zu dokumentieren und darüber hinaus auch genau solche Situationen, was Sie ja sagen, wenn ich es ein bisschen herausgehört habe, na, inwieweit öffnen sich Hochschulen? Ich glaube, dass sich Hochschulen unheimlich breit öffnen. Aber es ist nun mal so, wenn wir ein Hotelzimmer heutzutage buchen, dann wissen wir, da gibt es eine Rezeption, da gibt es eine Nummer, da rufen wir an. Wenn Sie an einer Hochschule jemanden wollen, da gibt es halt nicht diese Rezeptionsnummer. Und Sie können auch nicht den Präsidenten anrufen. Und ob der wertvoll wäre, ob der Präsident bei so einer Sitzung dabei wäre, das weiß ich noch nicht, oder die Präsidentin. Aber ich glaube, man muss es in der Tat versuchen, als Netzwerk zu denken. Wenn es erste Akteure gibt, zu gucken, wo kriegen wir eine Formalisierung hin, wo kriegen wir eine Institutionalisierung hin. Und man muss das als kommunales Netzwerk denken. Hochschulen agieren in Kommunen, agieren nicht Bundesland. Natürlich, wir agieren international, das ist keine Frage. Aber wir sind nun mal verankert innerhalb einer Kommune. Und Service-Learning-Projekte sind meist auch in einer Kommune verankert. Und dort müssen wir gucken, welche Strukturen etablieren wir oder wo docken wir uns an Strukturen, dass das hilfreich ist. Im letzten Standort in Paderborn haben wir das geschafft, zusammen mit der Stadt Paderborn im Rathaus zu verknüpfen. Und da gab es regelmäßige Gesprächskreise, wo wir uns einfach ausgetauscht haben, was gibt es neue Ideen. Und dann sind genau solche Projekte auch mit der Ingenieurwissenschaften entstanden, mit Deutsch als Freisprache. Natürlich gab es Diskussionen und so weiter, aber sie müssen solche Phasen schaffen. Und deswegen glaube ich, wir müssen weggehen von den einzelnen Erfolgsprojekten, gucken, wie etablieren wir Bildungsnetzwerke in so einer Kommune, wo nicht nur die Hochschule und der gemeinnützige Partner dran ist, sondern die Kommune, wer immer das sein kann, dann, ob das die Stadt ist oder so ein schönes Arrangement wie das LBV oder ähnliches. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, eigentlich sowas nachhaltig zu gestalten. Also um es kurz zu machen, ich glaube, wir müssen uns viel mehr unterhalten, wie kann man das didaktisch gestalten und das müssen wir auch dokumentieren, damit andere Hochschullehrende mal eine Idee kriegen, wie könnte man sowas machen. Weil wir Hochschullehrende, wir haben, uns können Sie vorne hinstellen, wir können 90 Minuten quatschen, wir können auch, glaube ich, unheimlich gute Forschungsergebnisse machen. Aber wir haben auch wenig Erfahrung, wie das ist, mit auf einmal einem Hospizdienst zusammenarbeiten und dort die Leiterin kennenzulernen. Und da würde es manchmal nicht schlecht sein, wenn man didaktisches Orientierungswissen hat und in diese Netzwerke stärker reingeht. Also Hochschulen sind offen, wir müssen die Netzwerke finden. Vielen Dank, ja, ein Plädoyer für die Netzwerke. Jetzt ist ja schon nochmal die Frage, danke, Applaus. Ich kann das ja jetzt für ich habe auch zustimmendes Nicken im Publikum wahrgenommen.
Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier so an dieser Kante stehe, aber mikrofontechnisch ist das jetzt, glaube ich, einfacher. Die Frage ist ja nochmal, es muss ja auch beiden Seiten was nützen oder am besten die viel zitierte Win-Win-Situation sein. Und ich kann ja für unseren Bereich stärker, oder haben wir jetzt auch hier gehört, eindeutig bejahen, dass es natürlich ein, wenn es richtig abläuft, ein Gewinn ist, wenn Studierende in die Einrichtung kommen und dass man sich das wünscht, auch ganz profan den Wunsch, junge Menschen fürs Engagement zu begeistern, junge Menschen vielleicht auch für die Frage zu sensibilisieren, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und egal welche Fachrichtung und egal welches Wissen ich habe, wie kann ich diese Gesellschaft mitgestalten, ich kann das tun und ich kann einen Beitrag dazu leisten. Wie interessiert sind aber Hochschulen und Universitäten daran, in diese Einrichtungen zu gehen, also sozusagen Margot Laun kann sich vielleicht mit einer guten Partnerschaft schmücken, das Tür an Tür e.V., ist es tatsächlich so, dass es bei Hochschulen und Universitäten überhaupt ein Faktor wäre, dass man sagt, damit kann ich auch, damit habe ich einen Vorteil, damit kann ich gucken, das will ich tatsächlich zusammenarbeiten mit der Zivilgesellschaft. Ja. Also, ist das so? Naja, ich kann jetzt nicht für alle gehen und Sie wissen, mit den Kollegen und Kolleginnen ist das immer so eine Sache. Doch, ich glaube, dass erstmal alle grundsätzlich ein Interesse daran haben. Die Schwierigkeit ist es, so ein Matching hinzukriegen, also Matrix-Stichworte. Es gibt häufig, gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich, so Theorien, Hypothesen, die wir gerne empirisch prüfen würden. Da kann manchmal so ein Forschungsfeld wie karitative Einrichtung hochinteressant sein. Daraus kann sich mehr ergeben und so weiter. Ich glaube, dass die vielleicht erstmal nicht ad hoc im ersten Blick sind. Das heißt, man müsste auch Sichtbarkeit erfahren, zum Beispiel über Kooperation mit Masterarbeit, mit Forschungsprojekten und Ähnliches. Ein zweiter Punkt ist, alle diejenigen, die Hochschullehrer sind, das ist ja irgendwo irrational. Man entscheidet sich für sein ganzes Leben, sich mit einer Thematik vielleicht nur zu beschäftigen und dort in die Tiefe und Tiefe und immer mehr in die Tiefe zu gehen. Wenn man pensioniert ist, stellt man fest, man hat doch noch nicht alles geschafft oder emeritiert. Also ich glaube, dieses irrationale Momentum, da ist ein unheimlich starkes intrinsisches Motiv auch da. Und das kann dann manchmal, das waren ja alles sehr schöne Beispiele, wo ich glaube, wo es der Herrgott ein bisschen, glaube ich, hingekriegt hat, oder vielleicht war es der Zufall, das können wir heute Abend hier nicht lernen. Aber ich glaube, dass wir solche Situationen auch produzieren müssen durch so eine Netzwerke. Also kurzum, das Interesse ist da, aber es ist nicht immer ad hoc für jeden sichtbar, wo jetzt dieser Mehrwert liegt. Und das heißt, man muss da manchmal auch mal ergebnisoffen hingehen. Und hinsichtlich dieser Studierenden mit dieser Win-Win-Situation, als Hochschullehrer, da muss ich sicherstellen, dass ich irgendwo diese Modulziele, gerade wenn ich ein Modul habe, sicherstelle. Das gehört zum Studiengang dazu. Und manchmal definiert man Ziele und man kommt zu anderen Produkten. Und meine Erfahrung, die ich niemals für möglich gehalten habe, war in Zusammenarbeit mit allen gemeinnützigen Organisationen, die kamen am Ende an und sagen, Mann, war das hervorragend, was die Studierenden geboten haben. Und dann hatte ich die Hausarbeit gesehen und dachte, Mensch, meine jetzt die Studierendengruppe oder meine jemand anders? Die Vorstellungen, die gemeinnützige Organisationen manche haben, sind ganz andere, die ich vielleicht gar nicht habe. Da sind wir wieder beim Stichwort Augenhöhe. Das heißt, das, was wir am Anfang definieren, ist vielleicht am Ende was ganz anderes. Aber Mehrwert bringt es dann an den Stellen. Und man muss natürlich kritisch irgendwann auch fragen, lohnt sich weiterhin die Zusammenarbeit oder nicht. Aber wir müssen auf den Mehrwert auch hinarbeiten. Das ist wie beim Fußball. Jetzt, weil wir ja versprochen haben, etwas zu verkürzen und pünktlich aufzuhören, bevor wir vielleicht eine Abschlussrunde hier machen, gibt es Ihrerseits Fragen, Anmerkungen, Rückfragen an einzelne der Podiumsteilnehmer oder Ergänzungen? Dann würde ich mit dem Mikrofon dort schnell hinlaufen. Michael Vogel, Hochschule Bremerhaven. Ich bin neben Betreuer von Serviceleitenden Projekten auch Verwaltungsratsmitglied im Verein für Innere Missionen in Bremen, also das ist Diakonie. Und da gibt es immer wieder die Diskussion, wenn Studierende aus sozialer Arbeit oder aus Wirtschaft oder so als Service Learning Studierende in die Einrichtung gehen und dann längere Zeit dort verbringen, ersetzen die Arbeitskräfte dort oder nicht? Und wie kann man das verhindern? Die Mitarbeitervertretung ist da mal ganz, ganz, ganz sensibel, was das angeht.
Es wird immer versucht, nur zusätzliche Projekte an Studierende zu geben, nicht das Routinegeschäft, aber das ist dann auch wieder schwierig abzugrenzen. Inwiefern, welche Erfahrungen machen Sie denn da? Also ich habe halt wirklich nur diesen lokalen, einfachen Blick darauf. Aber ist es auch ein, sagen wir mal, politisch, sozialpolitisch sensibles Thema, wenn Hochschulen jetzt in immer größerem Stil nicht nur Praktika, sondern vielleicht auch Service Learning in diesem Bereich sich wünschen oder unternehmen? Wer fühlt sich denn berufen zu antworten? Oder gibt es einen? Doch, fühlt sich jemand berufen. Machen wir es gleich, bevor wir das Mikrofon nach vorne tragen. Ja, also so in die Richtung geht ja das auch. Also bei uns so aus dem technischen Umfeld, das ist ja auch immer möglich, dass man jetzt irgendwie externe Abschlussarbeiten bei Unternehmen macht. Also das heißt, also wenn jetzt jemand eine Bachelorarbeit bei Siemens oder so macht, dann entwickelt da jemand ja auch ein Produkt irgendwo im weitesten Sinne, nimmt vielleicht jemanden auch sogar die Arbeit weg. Und das ist ja immer ein bisschen eine problematische Sache. Das muss natürlich immer alles geklärt werden. Also nicht nur in dem Service-Learning-Bereich gibt es ja diese Problematik. Das gibt es ja schon länger. Jetzt eben, wenn man eben Abschlussarbeit mit anderen Unternehmen zusammen macht oder irgendwelche Praktika, da stellt sich ja die gleiche Frage. Und da ist es natürlich einmal so ein Spannungsfeld zwischen inwieweit, was weiß ich, nimmt mir jetzt jemanden aus der freien Wirtschaft vielleicht auch die Arbeit weg. Das könnte ja auch irgendwo ein externes Dienstleistungsunternehmen was entwickeln und wahrscheinlich sind im sozialen Bereich natürlich genauso, weil ich meine, es gibt ja auch irgendwie die Arbeitskräfte werden da auch irgendwo, was weiß ich, bezahlt. Und, ja. Also das würde ich vielleicht doch ganz gerne dann nochmal hier in die Runde geben, Herr Mück vielleicht. Also ist das tatsächlich ein Thema, ist das ein Problem, hätten Sie Angst, dass Studierende anderen die Arbeit wegnehmen, wenn sie irgendwo in der Einrichtung auch im Routinegeschäft mitarbeiten? Also stellt sich das tatsächlich als, wäre das jetzt ein Stolperstein? Also beabsichtigt ist das mit Sicherheit nicht, sondern zum Gegenteil, das wäre quasi zusätzlich zu den normalen Geschäften in Anführungszeichen offen und zwar in einer Win-Win-Situation. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es sehr findige Geschäftsführer gibt, die dann sagen, da könnte man doch schnell meinen Personalschlüssel aufbessern oder erfüllen oder sonst was. Oder Stichwort, was sehr, sehr beliebt ist, bei Einrichtungen, die quasi 24 Stunden, dann sagt, Mensch, der könnte auch dann schnell den Dienst übernehmen oder sonst was. Also das halte ich für äußerst kritisch. Also es gibt diese Gefahr, gibt es. Ja, aber das hängt, Sie haben es vorhin angesprochen, das hängt ganz stark auch an der Leitung, ja, inwieweit sowas dann auch forciert wird. Also ich bin ein absoluter Gegner und wir hören mal oft diese Argumentationen. Ja. Also nicht nur im Bereich Studierende, sondern auch mit den Auszubildenden etc. Also ein gnadenloser Vorwurf, der permanent kommt, ist, Auszubildende in der Altenpflege gehen in die Schule, müssen am Wochenende dann Dienst machen. Ja. Mhm. Also sind solche Dinge, sowas darf nicht passieren. Das ist absolut verbotswidrig, meines Erachtens. Ich möchte aber noch was sagen zu dieser Intention von Herrn Professor. Wie bekommt man Hochschulprofessorinnen und Professoren in den sozialen Bereich? Ich hatte da ein Erlebnis. Ich habe an der Wirtschaftsuniversität in Wien den Master gemacht und in einem dieser Module war ich in Zürich. Und in der Schweiz gab es vor 10, 15 Jahren dieses große Projekt Seitenwechsel. Und dieser Seitenwechsel war speziell für die Management-Ebene gedacht, die dann für eine bestimmte Zeit in den sozialen Bereich gegangen sind. Und das Schweizer Fernsehen hat dann in einer dreiviertelstündigen Reportage zwei UBS-Manager gebracht, die dann diesen Seitenwechsel vollzogen haben. Der eine war in einer Wohngruppe für AIDS-Kranke, der andere war in einer Gruppe behinderter, schwerstbehinderter Menschen. Und dann wurden die am Schluss interviewt, was ihnen das gebracht hätte. Der Einsatz war circa, ich glaube, einen Monat. Und es waren übereinstimmend, beide die gleiche Meinung, das war um der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzwillen ein so durchschlagendes Erlebnis, dass sie sagen, sie hatten noch nie sowas in ihrem ganzen Leben bisher durchgemacht. An verschiedensten, mit verschiedenen Argumenten. Und da habe ich mal ganz einfach gedacht, wenn ich schon Zürich bin, jetzt rufe ich einfach einen von den beiden an und hack da mal nach, was da wirklich passiert ist. Weil das Interessante ist die Nachhaltigkeit von so einer Aktion. Und tatsächlich habe ich dann einen UBS-Manager, der für Südamerika was zuständig war, getroffen und der hat sich dann mit mir 2 Stunden unterhalten. Also Punkt 1, man kann, der Fernsehbeitrag war schon 2 Jahre alt,
der ist immer noch in dieser Behinderteneinrichtung tätig, ja, hat sich also weiterhin dort engagiert. Der zweite Punkt war als Manager, UBS, für ihn war es nicht nachvollziehbar, dass man 2 Stunden lang darüber reden kann, welche Farbe die Kaffeemaschine hat, die jetzt gekauft wird. Das heißt, der war von einer ganz fremden Welt, kam der in diese Welt rein, hat mitgearbeitet und hat, und das hat mich tief beeindruckt, vor laufender Kamera Tränen in die Augen gehabt, als er darüber berichtet hat von seinem Praktikumseinsatz. Jetzt komme ich auf Sie. Wenn ein Hochschulprofessor oder Professorin wirklich das mitmachen will, dann muss er das mal vormachen. Dann muss er mal selber eine Woche kommen oder 2 Wochen sagen, ich habe das jetzt selber erlebt. Bin mal mitlaufen in der Station. Und zwar entsprechend gekleidet oder wie auch immer, aber ich habe das selber erlebt. Ich kann nicht verlangen von meinen Studierenden, das können sie machen, das ist eine ganz tolle Idee, und dann reden wir mal drüber. Also das läuft nicht. Da muss ich das schon mal vorher machen, selber. Der Herr Professor möchte gleich darauf antworten. Und da habe ich eine Meldung übersehen, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Ich würde die Einladung unheimlich gerne annehmen, wenn wir das in Bamberg machen oder vielleicht irgendwo. Und ich lade Sie an die Hochschule ein und wir machen mal 1 Monat zusammen Modulplanung und gucken uns mal an, wie wir das hinkriegen mit so einer gemeinnützigen Organisation 1 Semester mit allen Dingen. Weil dann, glaube ich, stellen wir Augenhöhe ein. Also das meine ich ernst. Kommen Sie 1 Monat zu uns, ich komme 1 Monat, machen wir 1 Woche. Dann sind wir dabei. Wunderschön, vielen, vielen Dank. Und jetzt gibt es dort noch eine, Herr Backhaus-Mann hatte sich gemeldet, Entschuldigung, ich habe es irgendwie übersehen hier hinter meiner Kanzel. Also ich nehme Herrn Gerholz mal raus, ich glaube, wir verstehen uns, aber bei Ihnen 4 habe ich eine Nachfrage. Sie haben wunderbare, instruktive Beispiele, da kann man aber nur mitschreiben und protokollieren und sich Gedanken machen. Dennoch irritiert es mich, in Bayern zu sehen, dass er ein sehr ordnungsorientiertes Bundesland ist, wenn ich das in den letzten Tagen richtig verstanden habe. Es sind gute Beispiele, Einzelbeispiele, zum Teil personenbezogen. Da kannte jemand jemanden, den jemand kannte. Warum gelingt es nicht, in diesem Bundesland auf vertraglicher Grundlage zwischen, Sie sprachen von Cadillac, also großen, bedeutsamen Non-Profit-Organisationen und Hochschulen auf der anderen Seite, Verträge auf Dauer, systematisch, geordnet, langfristig anzulegen? Das irritiert mich, dass Sie immer noch bei sehr, sehr guten Beispielen, keine Frage, Beispiele sind. Vielleicht wäre meine Frage im Rückgriff auf das, was Wolfgang Stark vorhin gefragt hat, gibt es systematische Argumente, wenn Sie den Vortrag von Frau Östmann oder wir uns ihn anschauen, die dazu führen, dass Sie möglicherweise, auch ich meine das jetzt nicht ganz ernst, aber vielleicht sind Sie auch diejenigen, die uns an den Hochschulen vom richtigen Forschen, von der richtigen Lehre abhalten, uns irritieren und uns kostbare Zeit kosten. Also es muss etwas geben, was dazu führt, dass es nicht zu einer Wahlverwandtschaft kommt, die man hier hätte erwarten können. Jetzt ist hier vorne gleich noch eine Runde dazu. Gut, dann würde ich nämlich wahrscheinlich die Abschlussrunde und die Runde mit den Visionen gleich mit der Antwort auf Ihre Frage verknüpfen, aber hier noch eine Wortmeldung dazu. Genau, das reizt mich natürlich, gleich direkt darauf einzugehen, als Vizepräsident der Hochschule Augsburg. Es gibt tatsächlich auch in Bayern die ersten Beispiele, wo es gelingen kann. Wir haben mit den Hilfsorganisationen in Augsburg einen Vertrag abgeschlossen. Also wir sind offiziell Partnerhochschule der Hilfsorganisationen. Und diese Kooperation geht über fixierte Service-Learning-Kurse, in denen die Studierenden, die aus Hilfsorganisationen kommen, die privat oder engagiert sind, auch ECTS. Es gibt beispielsweise auch die Berücksichtigung in der Zulassung, also in der Vorabquote bei den Zulassungen bei uns, einen festen Prozentsatz für Studienbewerber, die in ehrenamtlichen Organisationen wie Malteser, wie THW, wie Rotes Kreuz dort engagiert sind. Also es gibt die ersten Ansätze auf jeden Fall und die Institutionalisierung kann auch in Bayern funktionieren. Also es gibt Hoffnung. Auch in Bayern, ja. Und dann würde ich vielleicht die Schlussrunde, ist jetzt, gibt es auch noch eine Vision oder war das vielleicht jetzt schon die Vision vorher und sollen wir tatsächlich Karl-Heinz Gerhardt erstmal ausklammern oder gibt es da noch ein Statement vielleicht, eine Ergänzung zur Vision der Zukunft? Noch nicht so lange in Bayern. Ich bin jetzt dran. Ja. Nee, eine Vision habe ich nicht, aber ich hatte die Idee, ich würde gerne Frau Tomberg und Herrn Muck
den Vorschlag machen, wir machen mal das zu dritt eine Woche mit, weil ich glaube, Sie beiden kennen die Nöte vor Ort, weil Sie sind eigentlich so eine, würde ich sagen, so eine Art Vermittlerorganisation. Sie sind der Partner, der sehr viel im Blick hat, und ich der Hochschullehrer. Lassen Sie uns doch mal so ein gegenseitiges Praktikum 3 Tage machen und dann nochmal auf Augenhöhe begegnen. Das würde mir viel Spaß machen. Wunderbar, dann möchte ich den Verbleibenden auch noch einen letzten Satz, die Chance geben, eine Vision, einen Wunsch an mögliche zukünftige Kooperationen. Wenn alles gesagt ist, ist auch okay. Also ich habe gerade mit Freude gehört, dass Sie das Sommersemester planen, und ich würde mich freuen, wenn das in Augsburg auch so ist, wenn wir heute schon ins Gespräch kämen und nicht erst irgendwann am 1. April oder am 2. Das wäre so mein zentraler Wunsch. Grundsätzlich bin ich guten Mutes, weil ich bin seit 11 Jahren dabei und da war das alles noch gar kein Thema. Da gab es mal den einen oder anderen vereinzelten Studenten, der aus persönlichem Antrieb sich gemeldet hatte. In der Zwischenzeit gibt es Kontakte zur Hochschule, gibt es zur Universität, gibt es verschiedene strukturelle Einbindungen, die sicher verbesserungsfähig sind und verbesserungswürdig, auch wie es jetzt gerade in der Frage genannt wurde. Aber so im Rückblick auf die letzten 11 Jahre hat sich viel getan. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch einiges vor uns. Aber es besteht Hoffnung, finde ich, auch in die Richtung. Also ich habe 2 Dinge. Zum einen, ich schaue für die 3 Tage frei. Ja? Sicher ist Zufall, versammelte Mannschaft. Wird hier auch aufgezeichnet, wollte ich sagen. Und das zweite Punkt ist von dem Herrn, was Sie gerade angesprochen haben. Ich kann mich nicht erinnern, ich bin 10 Jahre im Geschäftsführer der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern und bin seit 27 Jahren in dem Geschäft. Dass eine Hochschule bis jetzt auf uns zugekommen ist und dezidiert gesagt hat, lasst uns etwas zusammen machen, und zwar auf bayerischer Ebene. Weil das ist ja der Punkt. Ja, dass man sagt, okay, da ist was, da ist eine Kooperation, die wird eingetütet auf Landesebene und kann dann Früchte tragen in der Region. Und zwar ohne, dass immer überlegt wird, darf man das, soll man das, kann man das, haftungsrechtlich und, sondern diese ganzen Dinge müssen abgeklärt sein. Aber bisher, weder von unserer Seite noch von Seite der Hochschulen und Universitäten, ist da was gelaufen. Mein Plädoyer ist, einfach Mut haben. Kommen Sie zu uns, schlicht und ergreifend. Ja? Und dann machen wir was. Und die 3 Tage machen wir. Wann haben Sie wieder Veranstaltung? Im Mai nächsten Jahres. Nächsten Jahres, okay. Das vorher noch geht. Also entweder im Mai nächsten Jahr oder dann der Folgeveranstaltung, wenn Sie 3 vollkommen andere Menschen hier sehen. Ja? Das ist doch ein Wort. Vielen Dank. Beruhigend, dass ich keine 3 Tage freischaufeln muss. Gerne. Wir haben jeden Tag Tag der offenen Tür. Als Einrichtungsvertreter noch ein paar Gedanken zum mit nach Hause nehmen. Was soll das Ziel sein, wenn Studenten an Einrichtungen kommen? Wir sind nur eine kleine Einrichtung, Schwerpunkt Körperbehinderte. Ich stehe jetzt aber wirklich für das Gros an die gehandicapten Menschen, die von integrativen Kindergärten bis zu Wohngruppen in ganz verschiedenen Einrichtungen mit einer breiten Bandbreite da sind. Und ich frage mich, was verbindet oder was verknüpft? Wir dürfen nicht vergessen, dass gehandicapte Menschen ganz andere Lebenssituationen haben als Studierende. Studierende haben ein Abitur. Studierende sind auf dem Weg zu irgendeiner steilen Karriere, zu einer Doktorarbeit, zu sonst irgendwas. Es wäre, also ich gebe es einfach nur so heute Abend zum Nachdenken mal mit, was ist das Ziel für die Studierenden und was ist das Ziel jetzt zum Beispiel für Menschen, Kinder oder Erwachsene bei mir in der Einrichtung? Was kann da die Win-Win-Situation sein? Unser Projekt ist, wir haben mit der Hochschule, das ist toll und da profitieren wir. Aber Ziel sollte ja sein, gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass jeder einzelne Studierende ein Minimum, ein Aha-Erlebnis mit nach Hause nimmt und so wie Sie nach diesen 3 Tagen auch ein anderer Mensch sein wollen, was mitnimmt für die Gesellschaft. Das wäre mein großer Wunsch.
Barrieren in den Köpfen wegschaufeln, Barrieren grundsätzlich wegschaufeln, also auch tatsächliche Barrieren. Und ich glaube, da muss noch viel passieren. Und da ist ganz wichtig, dass man sich überlegt als Hochschule, was möchte ich mit Kooperationen erreichen, was sollen Studierende davon mitnehmen. Ja, vielen Dank. Ich denke, da kann Frau Dr. Taubenberg für das Wertebündnis nahtlos anknüpfen und sich auch auf die 3 Tage schon mal vorbereiten. Genau. Also jenseits meiner persönlichen Weiterentwicklung in den 3 Tagen, die jetzt schon beschlossen wurde, würde ich gerne auch zurückfragen, weil Sie gefragt haben, wieso ist es noch nicht institutionalisiert? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie vielleicht diejenigen Vertreter der engagierten Hochschule sind, die sich das eben zum Thema gemacht haben und die eben besonders offen sind für dieses Feld. Sozusagen eine Auswahl, die sich jetzt nicht zufällig in diesem Raum getroffen hat, sondern weil sie dieses Thema als besonders prioritär behandelt. Und ob Sie da schon Konsens innerhalb Ihrer Universitäten erzielt haben, dass das eben ein sehr wichtiges, zu verfolgendes Ziel ist, weiß ich nicht. Man sieht, wenn die Hochschulleitung dahinter steht, dann passiert was. Inwiefern das überall als so prioritär angesehen wird, weiß ich nicht. Ich möchte nur anbieten von uns aus, dass wir gerne bereit sind, solche Kooperationen einzugehen. Und ich kann bestätigen, aus Entwicklungen im Wertebündnis, dass unter Studierenden dieses soziale Engagement einen sehr hohen Stellenwert hat aktuell. Wir haben einige sehr junge Organisationen, Project Together oder Rock Your Life, die sehr engagiert sind, die sich als Social Entrepreneurs verstehen, die sozusagen nicht angeleitet von der Hochschule von selbst etwas auf die Beine gestellt haben und sich gesellschaftlich einbringen möchten. Also das Engagement der jungen Leute ist da und ich würde mich freuen, wenn wir durch Kommunikation und Koordination dazu kommen, das auch gesellschaftlich zu unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank. Also weit über die Hälfte der Studierenden, das habe ich im Campusbarometer 2015 nachgewiesen, sind schon neben dem Studium engagiert, kann man natürlich sagen, Herr Backhausen, warum sollen die sich jetzt auch noch mitsamt der Hochschule engagieren? Machen sie ja schon genug, die sollen ja nicht die Forschung und Lehre stören. Darüber können wir schon auch noch nachdenken. Wir haben jetzt auf dem Podium, abgesehen von dem sehr engagierten Hochschulprofessor, 4 Vertreter der sogenannten fremden Zivilgesellschaft gehört. Sie können sicher jetzt gleich in der sich anschließenden Pause, jetzt ist doch dann Pause, oder? Noch? Nein? Es geht direkt weiter zu den Projektpräsentationen, aber auch da kann man sich vielleicht dann mal eine Nische finden, um Sie noch zu unterhalten oder weitere Fragen zu beantworten. Ich danke allen Teilnehmern an diesem Podium fürs Mitmachen und ich danke Ihnen allen für Ihre lange Geduld und bedauere es sehr, dass Sie jetzt keine Pause haben, aber irgendwann wird sie kommen.